Quali nennt sich das Quad. Das könnt ihr, denke ich mal, jeder einordnen. Auch von Yamaha, die als Grizzly-Version. Dementsprechend auch Mehrzweckfahrzeug, hochgeländegängig, was wir dementsprechend zum Einsatz bringen im schwierigen Gelände. Ich setze es ganz gerne ein, um meine Scharfschützen zu verbringen, erhöhte Positionen zu beziehen, wo ich dann meine Angriffskräfte letztendlich durch gesicherte Positionen durchbringen kann. Das andere Fahrzeug, was ihr seht, ist das Aufklärungs- und Gefechtsfahrzeug vom KSK, das ist die sogenannte AGF. Das AGF ist mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, wir arbeiten derzeit an Weiterentwicklung, ist ein Mercedes-Motor drin, 270er CDI, hat knapp 170 PS, ist eine Viermann-Besatzung. Diese Viermann-Besatzung besteht aus dem Fahrer, aus dem Gunner, den könnt ihr dort oben sehen, mit der Kanone, mit dem roten Rohr und dem weißen, dem gelben Blümchen. Das hat einfach nur den Grund, dass es ein Manöverpatronengerät, damit wir auch nachher ein bisschen schießen können. Die Gefechtsmunition können wir jetzt hier nicht verwenden, das ist einfach nur zur Darstellung. Hinten dran ist dann der Heckschütze, das ist der Funker des Kommandanten. Der Kommandant sitzt vorne rechts. In dem Fall ist es bei mir der Manni, auch langjähriger Truppführer bei mir schon in der Kompanie, als alter Hase. Auf dem ATV, vielleicht noch als kleine Besonderheit, ist mein Max. Der Max ist 18 Delta, wurde anderthalb Jahre in den USA ausgebildet, als hochwertiger Sanitätsspezialist, bei uns der Medic, ist bei mir der Fachbeauftragte in der Kompanie für die Ausbildung meiner Spezialisten im Bereich SAN. Diese anderthalbjährige Ausbildung ist international mit das Beste, was man abgreifen kann. Dort wird man tatsächlich dann auch kriegs- und gefechtsfest gemacht. Und damit ich, er ist Kommandosoldat, hat dann dementsprechend diese Zusatzausbildung genossen und ist dann bei mir letztens in der Kompanie als Fachbeauftragter eingesetzt. Er hat sein Fahrzeug vorbereitet zum taktischen Verwundetentransport. Das heißt, sollten wir vorne eigene Verwundete haben oder auch die Geisel, können wir aus jederzeit aus der Gefahrenzone rausbringen in den sicheren Bereich zu weiteren Behandlungsmaßnahmen. Ihr seht in der Ausrüstung, es sind meine Angriffskräfte, die später in der weiteren Operationsführung mit unterstützen werden. Möglichst leicht beweglich. Leicht beweglich ist immer so ein bisschen ein ganz schmaler Balancierbalken, auf den man gehen muss, weil die Jungs tragen ihre Kampfausrüstung, die Langwaffe, die Kurzwaffe und mit verschiedenen Kampfmitteln ausgestattet. Danke euch Jungs, setzt da bitte auf, verlasst bitte das Bild, weil da möchte ich jetzt die Hubschrauber reinbringen, dass sie letzten Endes mit der CH-53 hier reinlanden können. Ich sagte es eingangs zu den Spezialisierungen so ein bisschen. Die Jungs kommen zu uns hin mit einem sogenannten Eignungsfeststellungsverfahren. Sobald die das Eignungsfeststellungsverfahren bestanden haben, steigen die in die Grundlagenausbildung ein. Das dauert bei uns knapp 2 Jahre. Danach geht es noch in die Spezialisierungsausbildungen. Wir haben insgesamt 4 Spezialisierungsausbildungen. Das ist einmal der Waffenspezialist, der Pionierspezialist, der Sandspezialist. Da ist wirklich auch die Batterien, die man einfach so schön anders. Das heißt, die Landezone feindfrei, damit die Transporthubschrauber auch letztendlich die Feindkräfte absetzen können. Ihr seht jetzt hier den Sturm aufs Objekt. Wir haben dort den Hundeeinsatz, ein K9. Das sind unsere dual ausgebildeten Hunde. Das ist einmal ein Zugriff und Sprengstoffspürung in einer Person sozusagen. Das hat sich in den Einsätzen gerade in Afghanistan bewährt. Um letzten Endes flüchtende Personen vom Flüchtnehmen abzuhalten, ohne sie gleich letal bekämpfen zu müssen. Vor allem, weil diese Person gerade umgewaffnet war. Ihr seht jetzt die Zugangssprengung, das heißt, das Eindringen muss sofort gelingen, deswegen 17 sogenannte Sprengladungen von unterschiedlichen Stärken, um die Türen sofort aufzusprengen, mit einer fast ausgeschlossenen Hintergrundgefährdung. Das heißt, Personen, die sich dort im Raum befinden, werden dort nicht gefährdet, weil es letzten Endes ja nicht vorhergesehen werden kann, wo sich unsere deutsche Geisel tatsächlich in welchem Raum befindet. Guck mal, ich glaube, da bin ich einfach. Dann kam nicht schon ein Ihr seht jetzt, die Jungs sind im Raum drinnen. Jetzt bitte ich mal ganz kurz die Regie, die Sequenz Raumkampf abzuspielen. Wenn ihr jetzt auf dem Leinwand links von euch schaut, so sieht das aus, wenn wir quasi im Gebäude mitkämpfen.
hier, da möchte ich auch nicht in taktische Details gehen. Was kann ich nicht, weil es ist geheim. Weil es letztendlich nur meine eigene Jungs gefährden würde, wenn ich dafür so einen Preis geben würde. Trotzdem sehen, wie sich so ein Raumkampf darstellt in dem Übungsszenario, und letztendlich die deutsche Reise mit zu befreien. Sehr hohes Risiko, ein enorm hohes Tempo. Wir versuchen so schnell wie möglich die Gebäude zu fluten, so nennen wir das, damit wir schnellstmöglich Blick in jedem Raum hatten, um die Reaktionszeit der Feindkräfte so kurz wie möglich zu halten, dass der deutsche Geist halt nicht passiert. Also so ein Objekt, wie wir jetzt hier im Container haben, das ist innerhalb von wenigen Sekunden aufgeräumt. Also da waren wir, versuchen wir dementsprechend den Speed aufrechtzuerhalten, damit, ich sag jetzt gerade, die Reaktionszeit so kurz wie möglich gehalten werden kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir unverwundbar sind. Wir gehen ein sehr hohes Risiko dort ein. Die Feindkräfte sind mehr oder weniger schon alarmiert durch das Anlanden der Hubschrauber, was wir in der Realität natürlich schon taktisch so verpacken, dass das Überraschungsmoment gewährleistet werden kann. Jetzt aber hier zur Darstellung habe ich den Hubschrauber relativ nah anlanden lassen. Was meine ich damit? Wir sind nicht unverwundbar. Da bitte ich jetzt die Regie mal, die Sequenz einzuspielen, wie wir den Verwundetenversorgung machen. Wenn ihr jetzt auf die Leinwand schaut, das ist der angesprochene Max, der eben auf dem ATV saß. So üben wir, also wir üben so, wie es im Einsatz und letzten Endes erforderlich ist. Das, was er erst dort macht, ist die Erstverbundetenversorgung. Da läuft bei uns bestimmte Schema ab. Das ist das sogenannte Fahrtschema. Hier geht es eigentlich total auf einen, da könnt ihr auch nicht langweilen. Ich finde es für ihn jetzt besonders, die Blutung zu stoppen. Der Kamerad hat eine schwer blutende Wunde an der Hauptschlagader, am Bein. Das wird jetzt abgebunden, die Blutung wird gestoppt. Dann gibt man sicher weitere Maßnahmen, um die Verwundetenversorgung letzten Endes abzuschließen. Damit es auch ein bisschen realistisch ist oder wir nachvollziehen können, dass wir immer so üben, wie wir auch, dass wir so trainieren, wie wir letztendlich zum Einsatz kommen. Hier macht der Kamerad gleich einen Halswehenzugang, damit die Meditation dementsprechend erfolgen kann. Das sehen wir dann gleich auch auf der Großleinwand. Der Ground Force Commander, so nennt sich das bei uns, das ist ja hauptverantwortlich für die Operationsführung, der jetzt sich im Objekt befindet, hat jetzt durch den eigenen verwundeten Kameraden natürlich an Kampfkraft verloren. Das bedeutet, er versucht jetzt mit Hilfe der Operationszentrale weitere Kräfte, weitere Kommandokräfte einzufliegen. Diese Kommandokräfte sind in einem sogenannten Holding, das heißt, sie sind mit der C-160 mit ihren Gefechtsfahrzeugen zu verbringen. Und dieses Holding bedeutet, die gehen irgendwo raus mit ihrem Luftfahrzeug außerhalb des Nahbereichs des Objektes, nicht hörbar, nicht sichtbar, und sind einfach auf Standby und die Operationsführung wird unterstützt. Genau das will der Ground Force Commander jetzt zu Wege bringen. Und die C-160 landet, ihr seht das schon im Hintergrund, die C-160 Landeanflug. Die macht jetzt gleich eine Kampflandung. Die kommt ganz steil vom Himmel runter, um schnellstmöglich dann den Boden zu erreichen, meine Gefechtsfahrzeuge abfließen zu lassen und dann meine Jungs zur Unterstützung der ersten Zugriffskräfte mit zu Wege zu bringen. Die Hubschrauber, die über euch weiterhin kreisen, das sind sogenannte Spur-to-Control-Maschinen. Vor allem ist die kleine, die EC-145M. Die haben die Spezialkräfte-Version, die fliegen auch nur für uns. Ähnliche Leistungsdaten wie der EC-135, den ihr vorhin gesehen habt. Nur mit noch ein paar Adaptionen. Ihr seht die Mehrlaufkanone mit dran. Ihr seht dort dementsprechend die Nachtflugfähigkeiten, teilweise mit den Leerscheinwerfern. Die Jungs sind 24-7 für uns dementsprechend zur Bereitschaft und wir können die auch letztendlich nutzen für Spezialkampfoperationen. Da seht ihr jetzt die Kampflandung von der C-160, sturzflugartig, werden wieder Adler vom Himmel, kommt da runter, setzt letztendlich schnell auf, versucht möglichst schnell Fahrt abzubauen, damit auch meine Gefechtsfahrzeuge letztendlich das Luftfahrzeug schnellstmöglich verlassen können, um zur Wirkung zu kommen. Wie das abläuft mit dem Entladen der Gefechtsfahrzeuge, bitte ich jetzt mal ganz kurz die Regie, die Sequenz abzuspielen, wie das aussieht mit dem Abladen der Gefechtsfahrzeuge. Das heißt, das Luftfahrzeug landet, die Heckrampe geht auf, die Fahrzeuge, die dort verzurrt und festgemacht wurden, wurden gelöst und letzten Endes kommen sie sofort zum Einsatz und können sofort den Kampf aus. Habt ihr bestimmt schon mal in einem oder anderen Film gesehen, das ist tatsächlich real, was der Ground Force Commander sieht.
Dort sehen wir schon, dass die Streitkräfte etwa in nördlicher Richtung etwa 12 Kilometer massieren und zusammenrotten, um letztendlich die Operationsführung zu behindern und die Evakuierung der deutschen Geiseln zu gefährden. Unterstützungskräfte wird der Ground Force Commander, die EC-145-Maschine, wo meine Scharfschützen mit drauf sind, auch zu Boden bringen. Das heißt, die EC-145 landet gleich einer schwersten Flugmanöver auf eine ganz kleine Plattform, setzt dort meine Scharfschützen ab, damit die dementsprechend aus der überhöhten Position vom Objekt aus den Kampf mit unterstützen können. Da seht ihr jetzt, wie die Maschine reinkommt. Wie schwer es ist, den Hubschrauber auf Stelle zu halten. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich mit der Kurve quasi die Treppengeländer bringen muss, wo man eben dann die Position auf erhöhten Stellung und letzten Endes mit dem Feuerkampf zu unterstützen. Also man muss sich auch nochmal wirklich diese beeindruckende Geschwindigkeit vorstellen. Von der Landung der Transall eben bis zum Einsatz der Bodenfahrzeuge. Das war gerade mal eine gute Minute. Jetzt sind die Feindkräfte objektnah angetreten und werden das Objekt angreifen zum Gegenangriff, damit sie das Ausweichen der deutschen Geisel letztendlich verhindern. Meine Jungs nehmen sofort den Feuerkampf auf und versuchen auf größtmöglicher Entfernung den Feind anzuschießen und dementsprechend zum Stehen zu bringen, damit er sich nicht objektnah auswählen kann. Auf dem AGS, das Aufklärungsgefechtsfahrzeug, was ich eben beschrieben hatte, ist das Punkt 50er, mit 7mm Kanone, die dementsprechend ähnlich wie ein Maschinengewehr, wie soll ich vorstellen, mit hohen Feuerkadenzen, den Feind letztendlich zum Stopp bringen soll. Realistische Szenarien, die wir letzten Endes in Afghanistan so erlebt haben und die wir hier einfach für euch ein bisschen darstellen wollen, in vereinfachter Form. Was jetzt hier zu Bildung kommt, wenn ihr den braunen Container beobachtet, ein Schütze geht dort in Stellung, das ist die Panzerfaust KSK. Die ist etwas anders als die normale Version in der konventionellen Truppe. Er wird jetzt dort die Gefechtsfahrzeuge bekämpfen und letztendlich dann auch die Führungsfahrzeuge da zum Stehen zu bringen. Versuchen in solchen Situationen, weil wir halt dementsprechend auch relativ autark reagieren müssen und agieren müssen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Situation findet jetzt in der Tiefe von feindlichen Gebieten statt, die unter Kontrolle der terroristischen Organisation stehen, meinetwegen auch ISIS, wo wir halt zeitlich begrenzt auch nur agieren können, weil wir haben halt nur das, was wir am Körper tragen können. Das ist irgendwo begrenzt. Deswegen versuchen wir punktuell und lokal eine hohe Feuerüberlegenheit zu erzeugen, die wir dementsprechend aber nur zeitlich begrenzt halten können. Was das jetzt hier bedeutet, der Feind konnte jetzt vernichtend geschlagen werden. Nichtsdestotrotz, und das machen wir immer, weil das einfach Bestandteil der Operationsführung ist, wir machen eine sogenannte BDA, das ist ein Battle Damage Assessment. Wir schauen, was letztendlich nach dem Gefecht, nachdem sich die Wolken hier verzogen haben, noch übrig geblieben ist, was letztendlich vor Ort alles passiert ist. Wir checken, ob bei den Feindkräften es noch Verwundete, Überlebende gibt, die wir dann nachversorgen, die wir letzten Endes dann, wo wir das Überleben dann garantieren wollen. Wir checken, ob die Fahrzeuge, ob von den Fahrzeugen noch irgendeine Gefährdung ausgeht. Dort sind die Jungs für ausgebildet, um da nochmal einen Blick ins Fahrzeug zu werfen, was ist gefährlich, was nicht.
Das wird dann dementsprechend unschädlich gemacht. Wir können dort nicht die Kräfte mitführen. Wir werden die Host Nation, also den Staat, bei dem es passiert ist, dann darüber informieren, dass es zu diesen Gefechtshandlungen gekommen ist und die letzten Endes dann an die Host Nation übergeben. Vielleicht nochmal an dieser Stelle der Hinweis, die Kämpfer, die Sie dort sehen, das sind keine Schauspieler, das sind keine Darsteller, sondern das sind wirklich die Jungs, die Sie im Falle eines Falles tatsächlich aus dieser gefährlichen Situation herausholen würden. Also wie gesagt nochmal, keine Darsteller, sondern das sind die echten Kämpfer, die echten Soldaten des Kommando Spezialkräfte. Das hast du aber schön gesagt. Ich meine das auch so. Ja, also das Ganze, vielen, vielen Dank, das Ganze ist noch nicht vorbei. Dieses Battle Damage Assessment dient jetzt nur dafür da, oder ist dafür da, damit es relativ flexibel und leicht ist, zu koordinieren, reinholen, um dann mit einem Team die Geisel zu retten. Wir werden die Geisel, in der Regel sind ja dann Zivilisten, auch dementsprechend noch einen besonderen Schutz zukommen lassen. Dort haben wir dann Zusatzausrüstung mit dabei. Die kriegt dann für uns noch eine Schutzweste, Schutzklasse 4, die dementsprechend ihren Körper schützen soll. Den Helm, all solche Maßnahmen, auch Gehörschutz, wenn sie dann auch dementsprechend psychisch belastet ist, wenn auch der Luftfahrzeuglärm dazukommt, da versuchen wir dann schon Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben der Geisel nicht nur zu schützen, sondern auch ihr weiteres Outcome so wenig belastend wie möglich zu gestalten. Was Sie jetzt dort sehen, ist die Verbindungsaufnahme. Einer meiner Operator geht raus, hält ein sogenanntes VS-17-Panel, das ist ein Fliegersichtzeichen, das orange Tuch, ist aus der Luft sehr gut zu erkennen. Für den Luftfahrzeugführer und das hält dann dementsprechend eine Position, damit der Luftfahrzeugführer auch erkennt, okay, was habe ich für Wind am Boden, in welche Position muss ich das denn jetzt finden, welche Landezone ist frei, welche Landezone ist gesichert. Das ist für ein Luftfahrzeug, hier kommt so rein, letztendlich das Zeichen, okay, welche Landezone ist grün, ich kann dort rein. Das Luftfahrzeug steht, wir versuchen die Luftfahrzeugzeit am Boot so gut wie möglich zu halten. Danach beginnt dann sofort die Evakuierung. Ihr seht einen sogenannten Diamanten. Unsere Jungs haben sich letztens einmal im Kreis um die Geisel positioniert, damit sie halt dementsprechend von allen Seiten geschützt ist. Wir sind dort der Kugelfang. Jeder der Jungs weiß, worauf er sich dort einlässt. Das Leben der Geisel hat dort auch die höchste Priorität. Sobald der Hubschrauber abhebt und letzten Endes in den gesicherten Bereich reinkommt, ist für uns der Auftrag erfüllt, weil die Geisel ist gerettet. Es wird natürlich noch für den Ground Force Commander seine eigenen Kräfte aus dem roten feindlichen Umfeld, also rot deswegen, weil wir das in der Bezeichnung haben, das ist die Farbe für die feindlichen Kräfte. Das sollte sich ja darstellen, wir operieren hier tief im Hinterland, hier die Kräfte wieder rauszubringen. Dazu bereitet er den Verwundetransport vor. Der Verwundetransport, habt ihr es gerade gesehen, wie die Tage vorbereitet wurde vom 18 Delta. Der Verwundete kommt raus, das ist der Verwundete, den ihr eben auf der Videosequenz gesehen habt. Der ist soweit nachversorgt, es werden nochmal die letzten Perimeter gecheckt. Was ist mit dem Blutdruck, wo ist der Puls, wie ist seine Atmung, wie war die Medikation, muss ich gegebenenfalls nochmal Schmerzmittel nachspritzen, braucht er nochmal weitere Medikationen an Zugängen, dass das dementsprechend gesichert werden kann, auch für einen möglichen längeren Transportflug. Das macht jetzt alles der 18 Delta, der das koordiniert und letzten Endes auch dann das Übergabegespräch macht. Und dann habt ihr im Laufe des Tages schon gesehen, die NA-90, die dann zum Einsatz kommt, die wurden nämlich parallel abgerufen und die NA-90 sorgt dann dafür, dass unser eigener Kamerad letzten Endes auch aus der heißen Zone rauskommt. Ich sag mal, ihr habt doch schon ein bisschen was dazu gesagt, ne? Zu der NA-90. Wir haben ja schon eine ganze Menge drüber gelernt, genau, NH-90, Sie erinnern sich, der modernste Hubschrauber der Bundeswehr, der schnellste Hubschrauber.